Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Makro 2022, die ja nun zum Oktober des Jahres 2022 in Kraft treten wird, größtenteils. Und wir haben tatsächlich jetzt eine Neuigkeit dazu. Wir haben die Mitteilung Nummer 28 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Makro. Am 1.4., wie zu erwarten war, veröffentlicht als Teil 1. Auch das war zu erwarten. Wir kommen gleich dazu. Ich nehme das Video jetzt gerade am Wochenende danach auf. Wie so oft haben wir jetzt hier bei der Bundesnetzagentur eine Mitteilung Nummer so und so zu dann einem fortlaufenden Thema der dauerhaften Weiterentwicklung. Das gibt es auch zu anderen Themenbereichen hier, eben zu den Datenformaten zur Abwicklung der Makro. Und an Nummer 28 können wir erkennen, das ändert sich ja regelmäßig. Wir kennen das aus der Historie als halbjährliche Anpassung zum April und Oktober. Nun war geplant, dass zum 1. April die Änderungen der Makro 2022 im Großen und Ganzen kommen. Nun hat man aber wegen zum Beispiel der IT-technischen Probleme des letzten Jahres mit so einem großen Hackerangriff an einen großen IT-Dienstleister der Branche beschlossen, auf Grundlage von viel Feedback aus der Branche, dass man diese Änderungen jetzt nicht gebündelt zum 1. April haben möchte, sondern größtenteils auf Oktober rüberschiebt. Also haben wir jetzt hier eine Veröffentlichung, die dann eben wie so oft beschreibt, was passiert ist. Ne? Spartenübergreifende Nachrichtentyp-Versionen, also für Strom und Gas, gemeinsam die diversen EDIFACT-Formate. Ne? Es gibt ja weiterhin die Gespräche darüber, dass man die Dokumente entzerren möchte in Strom und Gas. Dazu hatten wir ja ein Video gemacht in der vorigen Makro 2022-Ankündigung. Hat sich ja alles zerschlagen, deswegen haben wir dazu keine Videos mehr gemacht. Und das Thema des Auseinanderziehens der Dokumente, gerade in der UTMD, ist jetzt noch nicht final veröffentlicht und beschlossen. Von daher werden wir das erstmal noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Aber was jetzt eben kommt, ist, dass wir am 1.4. folgende Dokumente jetzt veröffentlicht haben, bekommen haben: allgemeine Festlegungen, die Prüfis, die APARAG, Codeliste OBIS, Control, Herkunftsnachweisregister MS Cons, Order Response. Parton als neues Format, was ja die Parton Information beinhaltet, also das Kontaktdatenblatt, was früher als Excel-Vorlage praktisch gekommen ist. Pricat, Request for Quote, hier ist vor allem die Order Change interessant, weil das ja auch ein neues Format ist, ne? Eine Bestellung, eine Orders, die schon gelaufen ist und die noch läuft, im laufenden Prozess anzupassen, deswegen Order Change. UTMD in den diversen Varianten, die UTLTS. Vor allem neu natürlich die Zählzeitdefinition, ein Format, was danach am Ende des Tages beschreibt, wann welche Energiemengen in welches Register zu zählen sind, ne, was ja bei Mehrtarifsystemen im Smart Metering dann besonders interessant werden könnte. Und das sind dann auch schon die EDIFACTs, die jetzt hier zum 1.10. veröffentlicht sind. Dann noch ein bisschen XML rund um Redispatch 2.0 Formate, Entscheidungsbaumdiagramme, Codelisten Version 3.1. Und dann kommt hier noch einmal der Hinweis, dass spätestens am 29. April 2022 die restlichen Dokumente, die auch zum 1.10. umzusetzen sind, folgen werden. Da geht es dann vor allem noch um ein paar weitere Entscheidungsbaumdiagramme, die sich dann auch im Weiteren mit der Netznutzungsabrechnung beschäftigen. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt hier angegriffen wird durch die elektronischen Preisblätter, die ja dann auch nochmal zum Jahreswechsel zu kommenden in besonderer Form dann eben kommen. Dazu machen wir dann einfach nochmal ein Folgevideo. Und dementsprechend sind aber auch die korrespondierenden Formate wie Invoice, REMATV als Zahlungsanweisung oder auch Fehlermeldung und die kommendes als dann wieder Klärungsformat auf eine abgelehnte Rechnung später kommen werden, genauso wie die Artikelnummern, die dann natürlich die einzelnen Artikelpositionen einer Netznutzungsabrechnung definieren. Das kommt dann alles noch im Laufe des April. Wir werden dann noch mal ein Folgevideo dazu machen, wenn klar ist, was da genau passiert. Jetzt haben wir hier also die diversen Formate und das Interessante ist ja nur, eigentlich gab es ja auch schon Varianten, die zum April hätten kommen sollen, die also im Oktober letzten Jahres veröffentlicht worden sind, zum April 2022. Die wären ja die eigentlichen Makro 2022 Formate gewesen. Die sind nun im Großen und Ganzen ausgesetzt und werden hier überrundet mit praktisch den neuen Varianten. Deswegen hier zum Beispiel eine 6.0a. Das ist dann eben tatsächlich eine komplett neue Variante. Die Vorbereitung zum April, die dann schon getroffen worden sind in den letzten Monaten, die kann man im Großen und Ganzen wegschmeißen, weil es halt eine komplett neue Definition ist eben von Dokumenten hier gibt.
Und dementsprechend können wir jetzt hier zum Beispiel mal auf so die einzelnen Formate draufgehen, meinetwegen die allgemeinen Festlegungen und nehmen wir mal vielleicht noch die Parton als AHB und als MIG und wir nehmen mal vielleicht noch eine UTMD, die reguläre GPKE-Variante und wir nehmen vielleicht mal noch die EBDs, genau, die Entscheidungsbaumdiagramme. So. Was man dann macht mit diesen Dokumenten ist ja, man geht erstmal rein, ist dann erschrocken über 125 Seiten, sieht dann, okay, 60a ist klar. Und dann ist hier im Inhaltsverzeichnis immer am Ende auch verlinkt eine Änderungshistorie hier. Seite 114, wenn wir uns gerade über 125 Seiten erschrocken haben, wissen wir, es gibt hier 12, 13 Seiten Änderungshistorie, was oftmals viel Spaß bedeutet, weil dann natürlich eine ganze Menge angepasst wurde. Und da sehen wir hier eben auch, ne, es ist nun eine Änderung von, ich zoome mal vielleicht ein bisschen ran, damit ihr es sehen könnt, von Version 5.0 auf 6.0a. Die 5.0 war vom April letzten Jahres. Die 6.0 wäre zum April dieses Jahres gekommen. Jetzt sind wir aber bei der 6.0a, die zum Oktober kommen wird. Publiziert am 1.4., in Kraft treten 1. Oktober. Heißt, die 6.0 ist damit übersprungen. Ne? Wir kommen jetzt von der 5.0 auf die 6.0a. Das ist einfach nochmal wichtig für alles, was ihr euch vorher schon angeschaut habt. Tja, schaut direkt hier in die neuen Dokumente rein, die sind jetzt veröffentlicht. Okay. Wie man dann damit arbeitet, immer alte Variante, neue Variante. Teilweise gibt es einfach so redaktionelle Anpassungen oder das, was in ein anderes Kapitel gesetzt wurde. Neustrukturierung der Dokumente kommt immer mal wieder vor. Aber eben auch mal was Inhaltliches, wie eben hier zum Beispiel die UTC-Anpassung. Ne? Wir haben ja die Zeitenanpassung, die Zeitenangaben in EDIFACT-Dateien auf UTC, was ja jetzt praktisch vor allem eine weitere Standardisierung bedeuten soll, ne? Einfach eine Weltzeit praktisch zu nutzen ist, wobei dann eben trotzdem es nochmal eine Unterscheidung gibt zwischen der UTC-Angabe für, sagen wir mal, den Wirkungszeitpunkt oder Importzeitpunkt einer Nachricht ins System versus die Zeitangabe für ein Inkrafttreten zum Beispiel eines Lieferantenwechsels. Ne? Also auch da gibt es immer unterschiedliche DTM-Segmente innerhalb der Dokumente einer UTMD zum Beispiel, achtet da eben auch drauf, ob sie in UTC sind und dementsprechend ein paar Stunden Umrechnung sein müssten oder ob sie in deutscher Zeit praktisch angegeben werden, was ja die mitteleuropäische Zeit ist, beziehungsweise die mitteleuropäische Sommerzeit. Ne? MEZ, MESZ. Dementsprechend arbeitet man sich dann hier eben so durch. Sieht dann auch hier so lustige Änderungen mit einfach so mit den Logikzeichen, die jetzt einfach neue sind. Also auch da, ich weiß nicht, ob das immer so notwendig ist, dass das Altgelebte jetzt immer so anzupassen oder warum man das macht, ob da irgendeine Arbeitsgruppe einfach, warum auch immer, eine Mehrheit gefunden hat für sowas. Aber wem es hilft, ist das ja auch in Ordnung. Oder so aktualisierte Darstellung. Also da könnt ihr rauslesen in den allgemeinen Festlegungen, die ja, wie der Name sagt, allgemein darstellen, wie EDIFACT in Deutschland zu laufen hat. Da haben wir einfach so ein paar Anpassungen verschiedener Natur. Hier ist vor allem natürlich die Zeitangabe ein Thema geworden. Aber hier steht ja auch was von spartenspezifischer prozessualer Zeitangabe, ne? Wo wir eben, was ich vorhin meinte, Unterscheidung haben zwischen UTC in Importzeit versus Prozesszeit in wahrscheinlich mitteleuropäischer Angabe. Das war es jetzt vielleicht mal für die allgemeinen Festlegung. Ne? Also ihr seht ja, hier gibt es einfach eine ganze Menge Inhalte, die angepasst worden sind. Immer hier alte Variante, neue Variante. Vorne steht, welches Kapitel. Hinten steht eine kurze Einordnung. Damit kann man meistens ganz gut arbeiten. Bei dann so einem Dokument wie der Parton, was jetzt zugegebenermaßen ja nicht die ganz neue, sondern die 1.0a-Variante ist, die also einmal angepasst wurde, selbst da haben wir dann schon mal 5 Seiten Änderungshistorie von der Initial-Variante hin zur ersten Anpassung. Teilweise auch hier eher so Fehleranpassungen, die wir dann teilweise in den Anwendungshilfen, also vor allem den Fragenkatalogen, Umsetzungsfragenkatalogen vom BDW und den anderen Branchenverbänden schon gesehen haben. Und ansonsten hier auch einfach teilweise Präzisierungen im Aufbau der Dokumente, kleine Fehleranpassungen. Hier zum Beispiel war ein Muss falsch gesetzt oder nicht gesetzt. Es hätte für einen Bestandteil einer Nachricht praktisch gesetzt sein müssen. Etc. Dementsprechend ist das nicht uninteressant und ich würde halt immer die Empfehlung geben, wenn man dann das so eine Liste vor sich hat,
mit welchen Themen beschäftige ich mich jetzt wirklich? Bin ich eher im Bereich der Energiedaten zum Beispiel unterwegs, dann ist natürlich für mich eine MS Const entscheidend, eventuell auch eine Orders, weil so eine Geschäftsdatenanfrage praktisch eine Daten, auch Energiedatenanfrage sein könnte. Und vielleicht noch eine IFTTT, die jetzt hier gerade nicht dabei ist bei den Anpassungen. Oder vielleicht eine UTTS natürlich, wegen den Berechnungsformeln und CSR-Definitionen. Oder bin ich halt eher in der Netznutzungsabrechnung, dann mag die MS-Cons für mich zwar auch interessant sein, aber dann natürlich später eigentlich die Invoice und RemATV und die Comdes. Bin ich im Wechselprozess, dann natürlich die UTMD mit den GPKI-Einschlagungen und vielleicht Standardänderungen. Bin ich noch im Gerätemanagement, dann vielleicht noch die WIM. Ne? Und dementsprechend schaue ich mir jetzt ganz gezielt das an, was mich da eben interessiert. Und wenn ich dann so reinspringe in die UTMD, mit dem GPKI-Einschlag für Lieferantenwechsel und Standardänderungen und sowas. Auch da sehen wir halt hier 268 Seiten und ab der 232 gibt es eine Änderungshistorie. 35, 36 Seiten, 37 Seiten Änderungshistorie. Geil. Na, das macht doch richtig viel Spaß. Also da kriegt man richtig Lust. Na, ich bin jetzt hier am Anfang der Änderungshistorie und dann einmal so durchscrollen. Da hat man richtig Bock drauf. Ne? Also, das ist so ein bisschen das Dilemma. Wir haben ganz oft dabei hier Anpassungen allein wegen den Entscheidungsbaumdiagrammen und Codelisten, die ja nun rüberkommen. Wie hier haben wir eben Anpassungen, neue Entscheidungsbaumdiagramme, die haben Betroffenen aufgenommen, bla bla bla. Hier gibt es einfach mal noch einen neuen Code oder Anpassung von Codes. Das ist dann immer ganz interessant, wenn man solche Fälle dann auch genau bearbeitet. Da ist dann eventuell so eine Suchfunktion auch ganz hilfreich. Na, da hat er ja gerade irgendwas gesehen zu ZRT, ne, also Zeitreihentyp. Und dann kann man hier nochmal hinten schauen, ob man praktisch, ja genau, hier die ZT0 im Inhalt findet. Und dann aber eben nochmal hier in der Änderungshistorie, alles klar, hier gibt es eben dann doch eine Meldung, die irgendwas mit Zeitreihentypen zu tun hat. Ne? Und hier sogar auch noch ganze Kontext der Zuordnungsermächtigung, was ja im MAPES-Bereich ja auch schon eine spannende Anpassung war, die mit der Makro 2020 gekommen ist, dass es eben eine Zuordnungsermächtigung immer geben muss, auch wenn man selbst die Rolle des Bilanzkreisverantwortlichen wahrnimmt. Wir haben mal ein Video zur Zuordnungsermächtigung gemacht. Wenn ihr euch das gerade gar nichts sagt, sucht auf dem Kanal von uns einfach nach dem Begriff. Dann gibt es da eine kleine Erklärung. Okay, also so würde ich immer damit arbeiten. Ne? Also diese 35, 36, 37 Seiten. Wer geht denn das durch? Und jetzt allein nur bei der UTMD mit GPKI-Einschlag. Ne? Also das macht natürlich niemanden Spaß. Sucht euch eine Methodik, wie ihr damit arbeiten wollt. Und das Erste ist halt immer erstmal zu sagen, okay, mich interessiert meinetwegen jetzt Lieferantenwechsel. Dann gehe ich halt in die UTMD GPKI. Und dann kann ich nochmal durchgehen, sehe ich irgendwo Begrifflichkeiten, die für mich interessant sind. Und dann kann ich vielleicht nochmal mit der Suchfunktion das genauer raussuchen. Die Entscheidungsbaumdiagramme, da ist das Dokument mittlerweile 455 Seiten lang. Das macht natürlich ganz besonders viel Spaß. Jetzt muss ich hier nochmal hochscrollen an den Beginn. Jetzt war ich ja schon, genau, an den Beginn der Änderungshistorie. Und das ist Seite 417 von 455. Hier seht ihr das jetzt auch genau, die 417. Das heißt, auch hier haben wir knapp 40 Seiten Änderungshistorie in den Entscheidungsbaumdiagrammen. Wo dann teilweise auch nur so dezente redaktionelle Begrifflichkeiten, wie jetzt Blindstrom wird durch Blindarbeit ersetzt, Punkte kommen, aber ansonsten natürlich einfach Umbenennungen von Transaktionsgründen, wenn das passiert ist, jetzt zum Beispiel im Kontext der UTMD, das war ja in der Marco 2022 ja auch so, dass wir einige GPKI-Anpassungen hatten, oder dass eben dann hier viele einzelne EBDs, die vorher vorhanden waren, jetzt meinetwegen nicht mehr vorhanden sind, weil sich eben jetzt ergeben hat, dass man hier eine ganze Menge noch anpassen möchte. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Netznutzungsabrechnung und hier eben dann doch wieder nachfolgend innerhalb des Aprils eine neue Variante kommen muss, die dann wahrscheinlich eine auch wieder neue Variante des Entscheidungsbaumdiagramm-Dokuments mit sich bringt oder halt zumindest Ergänzungsseiten. Ne? Mal schauen, wo das dann wiederum wieder neu reingeworfen wird. Ne? Also das alte Entscheidungsbaumdiagramm ist jetzt vorübergehend temporär raus. Das ist diese Änderungszeile und demnächst wird es wieder neu angepasst reingetan. Das ist eben auch manchmal so eine Notwendigkeit, wenn wir so feste Veröffentlichungszeitpunkte haben, wie jetzt eben den 1. April als ein halbes Jahr vor Inkrafttreten, man aber nicht fertig geworden ist. Dann müssen wir eben auf diese Art und Weise
arbeiten. Hier zum Beispiel, ne, neue Prozessschritte 1 und 2, neuer Prüfschritt 4. Das sind dann eben doch mal wieder so kleine Anpassungen. Hier Bestellungen prüfen, ne, also so eine Orders durchgehen. Da ist halt was geändert worden. Und wer sich mit dem Kontext weiter auseinandersetzen will, der muss sich dann eben den Prozess anschauen, prüfen, ob der innerhalb der GPKE, Mabis, WIM, wo auch immer er zu finden ist, MPES, angepasst wurde. Oder ob es eher eine Edifact-bezogene, also Edifact-strukturbezogenen Grund dafür gibt, dass hier was angepasst wurde. Das ist dann immer mit ein bisschen Aufwand versehen. Prinzipiell machen wir auch Schulungen zu diesen Edifact-Anpassungen. Es ist halt echt viel. Und wir werden für uns in diesem Jahr sagen, dass die Makro 2022 eines der Hauptgründe sein wird, weswegen wir Schulungen aktiv anbieten. Das heißt, wir werden vermutlich auch Schulungen anbieten, wo wir das komplett aufschlüsseln würden. Wenn ihr daran konkretes Interesse habt, dann schreibt gerne entweder einen Kommentar unten, der dann schon mal darauf hinweist, hey, es ist auf jeden Fall interessant, was in der UTMB passiert. Vielleicht werden wir manches auch in YouTube-Videos schon rüberbringen können. Ansonsten wird das ein Thema von Schulungen sein. Und erfahrungsgemäß, also wir haben auch früher schon so kurze Stand-ups gemacht, die einfach 2 Stunden die Neuigkeiten aufgezeigt haben. Das reicht hier auf gar keinen Fall in der Fülle, die hier passiert. Ganztagsschulungen sind aber bei so trockenen Themen wie Edifact-Anpassung und Prozessanpassung immer schwierig. Also kann man zum Beispiel empfehlen, mal mehrere halbe Tage einzurichten und je nachdem, wie viel Interesse hier am Ende an der Gesamtbreite und Fülle der Edifact-Anpassung besteht, könnten das auch ernsthaft dann 4 halbe Tage sein, mindestens, die den Gesamtkontext hier rüberbringen. Da auch einfach auf unsere Webseite gehen und gerne eine Anfrage, eine Schulungsanfrage raushauen. Wir haben hier zum Beispiel auch dann einen interessanten Part. Das hatte ich in den ersten Videos zu den Entscheidungsbaumdiagrammen auch schon mal damals aufgerufen. Der Ablehnungsgrund Sonstiges, der ja ganz, ganz typisch und klassisch ist und in der immer mit einem Freitextfeld dann weiter befüllt wird, ne? Ablehnung Sonstiges wegen, und dann schreibt man rein, weil das halt alles blöd ist. So, und diese Ablehnungsgründe Sonstiges sind ja denkbar schlecht für eine automatische Bearbeitung, weil es gibt da ja einen reingeschriebenen Text. Das heißt, ein Mensch muss den ziemlich sicher auch wieder lesen und verstehen können. Das können die Maschinen nicht unbedingt. Und dementsprechend soll das in Zukunft gar nicht mehr vorhanden sein. Ne? Also der Ablehnungsgrund Sonstiges soll in Zukunft nicht mehr vorhanden sein, weil alle möglichen Ablehnungsgründe vorgesehen und mit einem festen Code vorgeschrieben sind. Und dann haben wir es hier eben tatsächlich so eine Erwähnung. A99 Sonstiges, ne? Sonstiges ist immer A99 in den Entscheidungsbaumdiagrammlisten, Codelisten. Dieser Code darf spätestens nur noch bis zum 1.10.23 genutzt werden. Boom. Und das haben wir jetzt mit anderen Codes ja schon erreicht, ne? Die sind immer nur ein Jahr nutzbar. Und wenn es hier eben konkrete sonstige Punkte bekannt sind und genutzt werden, dann gibt es halt irgendwann mal einen auslaufenden Zeitpunkt und der ist dann hier eben teilweise auch rauszulesen. Der steht dann auch teilweise in den Entscheidungsbaumdiagrammen dann natürlich in den Dokumenten direkt mit aufgeführt. Ansonsten teilweise mal so leichte Anpassungen inhaltlicher Natur, vor allem weil es hier um Versionsangaben von Clearinglisten zum Beispiel geht. Na, also dann angeforderte Lieferanten-Clearingliste. Angeforderte Versionsangabe. Na, also da haben wir einfach nochmal so Klarstellungen, was die Bearbeitung angeht, denn diese Dokumente hier sollen ja am Ende eine Eineindeutigkeit herstellen und die kann eben nur gegeben sein, wenn wirklich alle, wenn wirklich alle Aspekte einer alltäglichen Bearbeitung in der Branche hier berücksichtigt sein werden. Und das ist natürlich eine Tätigkeit und ein Aufwand, der braucht eine ganze Weile. Und dann sehen wir eben hier zum Beispiel, gab es mal ein Entscheidungsbaumdiagramm, das hat halt genau einen Prüfschritt gehabt. Und mittlerweile hat es eben zwei. Hier hat es mal einen und jetzt sind es halt 9. Und hier gab es mal einen und dann gibt es halt plötzlich 12, weil die Bestellung prüfen hat, dass er sich 12 definierte Prüfschritte mittlerweile hat. Und dann sehen wir eben auch, es gibt immer wieder Änderungen und auch da kann ich nur empfehlen, wenn ihr mit einem bestimmten Themenbereich zu arbeiten habt, ob man halt hier hinten mit der Tabelle arbeitet und sich vielleicht die vorderen Spalten mit den Kapiteln anschaut oder ob man dann von vornherein sagt, okay, ich arbeite halt mit dem Thema Lieferantenwechsel, also das GPKI, Kündigung, Lieferende,
Wie wir beginnen, Ersatzversorgung für mich wahrscheinlich gerade am interessantesten. Und dann könntest du noch weiter auf Standardenthemen hinauslaufen oder halt die Netznutzungsabrechnung für die Kollegen, die sich damit kreditorisch zu tun haben, etc. Ne? Das ist so der Weg, wie man damit umgehen könnte, weil es ist halt ganz klar und da verrate ja kein Geheimnis, niemand kann mit 455 Seiten Entscheidungsbaumdiagrammdokument arbeiten. Das ist ja völlig unmöglich im Alltag. Also schaut euch grundsätzlich an, was ist der Themenbereich, der mich interessiert. Und dann ist es halt meinetwegen die MS-Cons und die Invoice. Und meinetwegen, was Neues und noch Relevantes ist, die Partin, die halt als Kontaktdatenblattersatz in Zukunft zu nutzen ist. Und dann kann ich eben auch hier in zum Beispiel zu einem Message Implementation Guide, einem MEG, einfach mal reingehen, mir die Grobstruktur dieser Nachricht anschauen. Ne? Also hier steht halt tatsächlich dann da, was an welcher Stelle der Nachricht zu so stehen hat. Und selbst wenn ich damit nicht arbeiten kann, also nicht mit der technischen Struktur hier arbeiten kann, hier stehen ja ausgeschriebene Formulierungen. Okay, es beginnt mit dem Kopfsegment, Beginn der Nachricht, Nachrichtendatum, alles klar. Marktpartner-ID, Absender und Empfänger, alles klar, verstehe ich. So ein paar Kontaktinformationen verstehe ich, Umsatz-ID verstehe ich, Faxnummer verstehe ich, weiß aber nicht, warum es die noch gibt. Und gibt es so Erreichbarkeiten, die definiert sind und wer ist der Ansprechpartner, etc. Und so kann man langsam verstehen, wie diese Nachricht gedacht ist. Alles klar, das ist halt wirklich ein Kontaktdatenblatt, wo halt die Informationen drinstehen über den Marktpartner, wer ist das für Bilanzierungsprozesse, wer ist das für andere Themen. Ne? Und dann weiß ich erstmal, okay, so ist diese Nachricht gemeint. Ne? So habe ich diese paar Punkte jetzt erstmal verstanden. Und wenn es mich dann weiter interessiert, gehe ich halt hier an einem bestimmten Teil. Sehe dann halt, ne, in diesem NAT, im SG4, gibt es dann halt den Ansprechpartner Wechselprozesse und dann gibt es halt hier Namensangaben und nochmal weitere Strukturangaben, Ortsname, Postleitzahl, alles klar, da kann ich mitarbeiten, da verstehe ich, was dahinter gemeint ist. Und dann sehe ich halt, dass das so aussehen würde in der Nachricht. Damit kann ich arbeiten, na klar. So kann ich mir nach und nach eine Nachricht erschließen. Das geht halt auch, weil die noch nicht so unglaublich lang ist, während halt hier meinetwegen mit fast 300 Seiten auch langsam ein Ende zu sehen ist. Okay, soweit will ich das erstmals gemacht haben. Es gibt jetzt also diese Veröffentlichungen. Wir werden jetzt, weil die Marco 2022 doch hoffentlich nicht nochmal weiter verschoben wird, tatsächlich uns mit ein paar dieser Themen weiter auseinandersetzen. Wir werden mal so diese Special-Thema genau wahrscheinlich angucken. Was ist bei den Prüfis, wahrscheinlich, oh gut, das sind nur so ein paar Sonderthemen, aber was ist bei der OBIS meinetwegen passiert? Die Partin werden wir nochmal angehen, die Order Change werden wir nochmal angehen, ganz klar. Pricat ist für mich vielleicht auch interessant, dann in Vorausschau auf die Netznutzungsabrechnung oder andere Abrechnungsthemen. CSR-Definition gucken wir uns nochmal an. Ja, wir machen mal ein bisschen was dazu. Und auch, wenn man vielleicht nochmal heutzutage mit so einem Entscheidungsbaumdiagramm-Dokument arbeitet. Und vor allem werden wir uns ja dann spätestens Ende April nochmal mit den neuen Dokumenten auseinandersetzen. Also, soweit erstmal zu der jetzt tatsächlich geschehenen Veröffentlichung der Dokumente. Es ist kein April-Scherz. Die sind wirklich am 1.4. rausgekommen. Das ist immer so. Und es ist halt, wie gesagt, nur Teil 1. Teil 2 lässt noch ein bisschen auf sich warten. Aber damit können wir umgehen. Schaut euch Mitteilung Nummer 28 gern schon mal an. Ansonsten bleibt dran. Wenn ihr konkrete Fragen schon mal habt, unten jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden die dann lesen und für die nächsten Videos mit aufnehmen. Und liked ansonsten das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Geht auf unsere neue tolle Online-Kursplattform auf n1.de. Alles ist neu, alles ist toll. Und klickt euch dadurch unsere E-Books und Videokurse zu allen möglichen Themen. Und bis zum nächsten Mal. Hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.